Ja, hallo liebe Kollegen von der Firma Esel. Recht schönen Dank für die Nominierung zur Grillpool Challenge 2018. Wir waren ja am Anfang nicht sehr erfreut, aber das war nur anfänglich. Jetzt haben wir uns natürlich am Mutzen Spaß gemacht draus und es war uns eine Ehre, dass wir natürlich da dabei haben sein dürfen. Auch wenn uns selber nichts eingefallen ist und wir die Sachen abgekupfert haben, aber ich sage immer, man muss das Rad nicht neu erfinden, man kann es ja verbessern. Dann möchte ich natürlich auch zum schönen Teil kommen, dass wir auch drei Betriebe nominieren für diese Challenge. Und zwar sind das Betriebe, mit denen wir sehr gerne und sehr eng zusammenarbeiten. Das ist erstens die Firma Würth Hochenburger in Damsweg. Das ist unser Hauptlieferant und da sind recht lustige Burschen dabei. Ich glaube, die bringen sicher ein super Video auf die Reihe. Als zweites möchte ich nominieren unseren Partnerbetrieb in Weißenbacher René und seine Mannschaft. Mit denen arbeiten wir sehr viel und eng zusammen. Wir haben immer gute Projekte gemeinsam. Sind auch eine gute, lustige Truppe und ich glaube, dass die auch was zusammenbringen. Und als drittes möchte ich nominieren einmal keinen Handwerker, sondern einen Dienstleister. Und zwar ist das unser betreuender Steuerberater, die Firma Schöberl in St. Michael. Lieber Heinz, Reini und Peter, ihr seid auch eine lustige Truppe, glaube ich. Und ich habe sicher auch die Möglichkeit, dass ihr ein cooles Video macht. Und ich darf sagen, die 10 Tage, die ihr Zeit habt, nutzt oder ihr zahlt sie jausen, aber die müsst ihr nicht uns zahlen, die machen wir dann mit euch im Betrieb gemeinsam, dass das für die Gemeinschaft zählt. Es gibt natürlich auch einen ernsten Hintergrund an der ganzen Challenge und das gefällt mir ganz besonders. Und zwar dürfen wir da eine Familie, für die wir vorher gesagt gearbeitet haben, die haben ein Schicksal mit einem ihrer Kinder und da darf man gerne 500 Euro spenden. Für sie und für ihren Verein, den sie unterstützen, die Herzkinder Österreich. Und zwar, wie gesagt, 500 Euro hätten wir da gern gespendet. Naja, jedenfalls, danke nochmal und für euch.